Hallihallo, Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir befinden uns hier heute auf Alheim-Laurensbach updated und schauen uns noch einmal an eine neue Variante aus dem C2-Paket. Davon haben wir schon die eine oder andere Variante vorgestellt. Es gibt A, eine Variante, die ist jetzt neu dazugekommen, und B ist das jetzt eine neuere Variante der Beta, was A natürlich nochmal bedeutet, das muss man, glaube ich, mal am Anfang dazu sagen, dass das ganze Paket noch in Arbeit ist. Genau, das heißt, es gibt aktuell noch keine Download. Das Ganze, ich habe mal den Link zumindest mal zum Work in Progress Thread in der Webdisk mal in die Videobeschreibung gepackt. Und genau, wir fahren jetzt hier heute eine Variante, und zwar Euro 5 mit stehendem Motor. Das können wir uns gleich einmal anschauen. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Dreitürer, den gibt es auch mit liegendem Motor als Dreitürer. Und wir schauen uns die Tage vielleicht nochmal eine andere neue Version, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Genau, jetzt sind wir aber erstmal hier bei dem Kollegen. Und neben der ist unter die Lupe. Ich hätte aber gesagt, wir machen das Ganze erstmal andert gute Ding, damit sich da langsam schon mal alles hochfährt, dass wir schon mal ein bisschen Druckluft aufbauen. So, genau, ihr seht auch schon, das ist natürlich das Euro 5 Dashboard, wie man es kennt. Das kam noch aus der letzten Variante, dann der Atron ist natürlich noch verbaut. Und genau, soweit, so gut hier oben nochmal der Innenraum. Und ich hätte mir aber, glaube ich, bevor wir mal losfahren, auf jeden Fall mal im Modding die Überland von 3 gemacht. Die mag ich nämlich ganz gerne. So. Genau, das ist soweit schon mal das. Das heißt, wir gucken auch mal in den Innenraum natürlich einmal rein. Wir haben ganz vorne eine Innenschwenktür. Die können wir mal ganz kurz genau aufmachen. Die hat dann auch natürlich ein bisschen anderen Sound als die vom Euro 6er. Dann ist das ja genau einmal der Innenraum. Für den Euro 5 natürlich typisch. Und dann haben wir hier hinten eine Schwenkschiebetür. Das heißt, genau, die ist quasi hier verbaut. Genau das gleiche wie hinten. Das können wir euch auch mal ganz kurz triggern. Die geht dann natürlich dann automatisch mit Türfreigabe auf. Und hinten dann eben einmal den stehenden Motor. Kommen wir da so ein bisschen näher ran. Ja, so mehr oder weniger. Ansonsten gehen wir mal ein bisschen in die etwas freiere Ansicht rein. So. Genau, dann ist das gute Ding. Dann ist der stehende Motor hinten. Dafür noch Platz für 3 Sitze dafür, für noch eine Tür. Und genau, das Heck kennt ihr auch schon. Das hat er dann halt natürlich entsprechend vom, ist noch an den Facelift angelehnt. Das ist eben die Euro 5 Variante. Genau, soweit so gut, hätte ich gesagt. Gehen wir mal einmal hier rum und dann rüsten wir das Ganze einmal auf, hätte ich gesagt, dass wir einmal los können und so einmal auf Start. Legen wir mal das Gärtchen an, dann haben wir da die 9999. So, dann sind wir, glaube ich, die 319, wenn ich mich nicht täusche. 19, Kurs 1. Mal schauen. Stimmt das denn soweit? Launzhyp, glaube ich. Nee, das ist absolut falsch. Ich mach mal zurück. Dann wollen wir nochmal auf Linie Kurs. 319, das ist die 2. So. Genau, Richtung Hübnerweg ab Tubental, das ist absolut korrekt. Dann haben wir erstmal den 319 Dienstfahrt geschildert, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und ich würde sagen, als solche können wir schon mal vorrücken. Genau, das heißt, wir fahren ja natürlich auch mit einem Linienpaket, das ist jetzt nicht Standard am Alten-Laurensbach updated. Und ich finde, die Linie, die geht jetzt nicht allzu lange, die fährt ein bisschen durch deren Hofen. Und da habe ich mir gedacht, passt das Fahrzeug irgendwie vielleicht ganz gut drauf. So. Wollen wir einmal vor. Achso, schon, wir haben noch gar nicht erreicht gedrückt. Das heißt, ihr wollt auch noch gar nicht mit. Haha, ja, wir sind nämlich auch eine ganz, ganz inkognito Dienstfahrt. Keiner weiß, wo wir hinfahren, ne? So, dann wollen wir mal erreicht drücken. So, jetzt aber einmal, ne? Schönen guten Tag. Hallo. Hi, aber rein mit euch. Okay, dann einmal hier. Haben wir denn eine Sicht? Ne, müsste ich mir diesen bisschen. Na, einmal den hier. Das wäre dann. Warum geben Sie mir kein Ticket? Jetzt warte mal einen kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo haben wir das denn? Warum geben Sie mir kein Ticket? Weil ich gucken muss, wo das ermäßigte Ticket ist. Regel ermäßigt Berlin ist der AB. Bus kaputt? Ich glaube noch nicht, nee. Ansonsten ist es noch in Entwicklung, ne? Also, das heißt, macht da mal gar keinen Stress. Das kann auch ein bisschen dauern. So, bitteschön.
Jetzt aber die Jugend von heute hat keine Zeit. Also jetzt ist doch erst Abfahrt. Ist gar nicht, was die haben. So, machen wir einmal los. Ich glaube, ich brauche nur noch bald mehr die Pfeile, weil es natürlich jetzt keine Standardlinie ist, sondern eine der neu dazugekommenen. Deswegen kenne ich mir da nicht so der aus. Hatte sogar ganz schön eilig. Ja, nur weil ich jetzt hier so ein bisschen komisch bremse. Ja, ja, du, frag dich das mal, ne? Ich weiß gar nicht, wer da gerade eben vorher so ein kleines bisschen... Nee, Mann, jeder, du mit willst, ist mir irgendwie egal. Du musst zu einem Zukunft schon die richtige Haltestelle. So. Du... Kann ich dir mitteilen, dass ich das nicht in Ordnung finde, was du da tust? Ich glaube, das ist ja relativ egal, ne? Ich, versuch dann mal da irgendwie... Warte mal. Ja, okay. Besser, als ich gedacht habe. Tellerweg. So. Können wir mal ganz kurz irgendwie in die Karre hinten rein? Genau, warte mal. So, warte mal ganz kurz. So, dann machen wir mal weiter hier. Kampfstraße. Jetzt haben wir, glaube ich, mal ein bisschen weit aus dem Innenraum gehört. Danke, um Sie eben so viel für das Nachdenken. Ich finde das jedes Mal wieder aufs Neue faszinierend und fantastisch. Achso, Haltestellenbremse.
Ja, dann brauchen wir es eh nicht, ne? Für die paar Meterchens, also für die paar Sekündchens, die wir da gestanden sind. So, da ist noch mein Kollege. Was auch immer du fährst, hab ich jetzt nicht gesehen. Wird aber schon passen, hier ist auch keiner. Ah, okay. Ist wohl nicht so beliebt, die Linie, aber ist eigentlich auch genau der... Ist dann eigentlich gar nicht mal so falsch für das, was wir vorhaben. Na, mit dem Solo-Bus war das nächste Mal, werden wir uns nochmal was Gelenkiges anschauen. Entsprechend, ja, denke ich mal, hoffe ich mal, dass das jetzt hier heute irgendwie gar nicht mal so verkehrt ist mit dem Solo da auf der Linie. Aber ich habe auch schon mal gesehen, es sind ordentlich Stehplätze definiert. Norderhofener Straße. Entsprechend kann er da gar nicht, also muss das gar nicht so hart problematisch sein. Wenn der Bus dann mal ein klein wenig voller wird. So. Ach, und sie bist heute aber auch ein, bist aber auch ein Schätzchen heute. Das ist ja mal wieder fantastisch. Ne? Schönen guten Tag. Hallo. Ja. Ja, zack, und dann gleich los, ne? Aber fackeln wir nicht lang. Ist auch keiner. Ne. Ist auch ein sehr interessantes Sprichwort. Da fackeln wir nicht lange. Müsste man sich wirklich mal Gedanken drüber machen, wo das herkommt, ne? Erschließt sich mir jetzt nicht sofort. Landesfinanzschule. Ja. Das ist dann wohl rot hier, ne? Da dürfte noch weiter diesen von vielen Leuten als unfassbar angenehm klingenden Blinker da noch ein bisschen dran teilhaben. So, genau, brauchen wir die ohne Tür frei. Ach, das ging ja fix. So, da können wir gleich mal schauen, ob wir denn schon die dritte Tür brauchen oder nicht. Ja, kommt halt drauf an, wo sich da jetzt ein Fahrgast befindet. So, mal hier ran. Ich mach mal auf. Oh, oh. Hab ich jetzt verklickt, aber da geht er sogar dann. Okay, die Türfreigabe geht dann auch auf die zweite Tür. Das ist auch schon mal ganz positiv, ne? Mal ganz kurz. Ja, Tatsache. Ja gut, okay, das heißt, dann brauche ich mich gar nicht nur, so muss ich mich, Sprachsalat, muss ich mich heute bloß ums Schließen dann kümmern und das ist ja ganz praktisch. Ich da kann sagen, ich höre doch, dass mir da was folgt. Ist aber nicht sonderlich gut abgetaktet hier dann. Nee, wir sind tatsächlich on time, also liegt aber nicht an meinem trotteligen Fahrstil. Ja, trottelig ist er ja nicht im untere La. In dem Sinne, dass ich nicht auch manchmal schneller fahren würde, sondern eher im Sinne von, ich sag mal, eher ineffizient genutzt, so mit, ach ja, schauen wir mal hier und da nochmal ein bisschen rumgucken, ne? Ich glaube eher, dass das so das Thema ist. Das ist jetzt ganz schlecht. Schon wieder so ein verrückter Busfahrer, der zu uns fahren kann. Ich wollte schon auf die. Der hat aber auch eine Collision Box. Aller Krise. Ja, das war eine Folge, die immer wieder richtig gut funktioniert. Ich lasse den da jetzt stehen. Du, der Kollege hätte auch vor der Kurve stehen bleiben können. Hätte ein bisschen Objekt passt. Schleife ich noch jemand mit? Jetzt machen wir aber halblang hier. Jetzt machen wir nicht das ganz große Fass auf. So, guten Tag, Kollege. 125. Ja gut, das ist jetzt halt... Der kann da jetzt auch nichts für. Also... Ein bisschen schon, aber es... Ja. Ah, der linke Blinker ist kaputt. Guck, ich wollte natürlich... das war jetzt rein wissenschaftlich. Man muss es ja nur richtig... Warum ist der Kollege eigentlich lauter als wir? ich wollte nur aus wissenschaftlichen Gründen mal ausprobieren, was passiert, wenn man wo gegenfährt. Das ist, man muss das alles nur richtig begründen. Dann ist das absolut... absolut auch richtig, was wir hier tun. Ach, das tut mir leid, dass die Folge heute so ein bisschen... seltsam ist. Landwehrstraße. Er ist aber auch in der Kurve, das war aber auch ein bisschen belastend. Irgendwie höre ich den Line City, der da... Also wir sind 12 Meter lang, er ist nochmal 19 Meter lang und der Sicherheitsabstand, den höre ich. Das ist das Fenster. Ja, ich habe bei dir schon Fensterspalt zu. Meine Güte, jetzt beruhigt euch mal. Bleibt auf euren... Ja, der ruhig auf den billigen Plätzen da. Ja, ich habe alles immer, du machst immer das Fenster auf, kann man gar nicht. Das war wohl die Unfallmeldung. So, jetzt sehe ich natürlich viel selber gut aus.
So, nee, da ist keiner. Gut, da kann ich durchziehen, ne? Du bist kein spawner Fahrgast, sondern ein spawner Fußgänger gewesen, hätte ich jetzt mal vermutet, ne? Dann ist ja vollkommen fein, so. Aber wenn ihr wollt, dass ich hier vorne ersticke und so, ohne Frischluft. Hörscher, mach doch die... Ja, Lüftung, Schmüftung, sag ich da immer. Geht nichts um so ein schönes, schönes bisschen Frischluft von außen. So. Ja, ich halte mal ein bisschen weiter vorne, damit da vielleicht Kollege auch noch Platz hat, ne? So, aber trotzdem an der zweiten. Hallo. Okay, ne? Schönen guten Tag. Hallo, einmal rein mit euch. Kommt so rein. Danke sehr. Ach ja. Okay. Aber ich habe mal den Blink auf dem Takt. Es gibt Angenehmeres im Leben, ne? Das ist... Das möchte ich jetzt... So, kriegen wir jetzt den Rest der Fahrt natürlich vollkommen seriös. Und eben mit dem Bus im Nacken. Ja, macht mir so ein bisschen... Macht mich trotzdem so ein bisschen nervös, dass da einer hier hinten... ein bisschen Druck macht, ne? Industriegebiet Güterbahnhof. Dass es nicht alles gibt hier auf der Karte, ne? Ist auch so ein Bereich, den man, finde ich, sehr selten durchfährt. Aber finde ich schade, das ist ein schöner Bereich. Fällt mir eigentlich recht gut. So, du machst doch hoffentlich die Anforderungen, ne? Ja, da passt schon, ne? Viel Spaß mit dem Blinker.de. So. Haltestellen Bremski rein hier. Und am Morgen muss das mal loskommen, hoffentlich gleich, geh. Bist du, ja, das müsst du aber gleich auch grün kriegen, ne? Genau. So, da hänge ich mal nach links. Ich lass den Kollegen gleich vorbei, ganz ehrlich, der geht mir irgendwie auf den Senkel. Hey, der Fahrer guckt ja gar nicht auf die Straße. Du fetter Busfahrer. Digga, jetzt beruhigt euch mal. Soll ich euch gleich noch Cancel Culturen oder so? So irgendwie was. Tja, gut, das, vielleicht war da rechts irgendwas, aber. Ich muss auch sagen, ich bin da schon echt lange nicht mehr Bus gefahren. Das tut mir auch wirklich irgendwie leid. Das, also wäre, ich sag mal. Nee, gut, ich will jetzt nichts Falsches versprechen. Das hätte ich jetzt gesagt, wer ein bisschen mehr Profi-Gameplay sehen möchte, der soll sich die Folge, also die nächste Folge anschauen, die dann am Ende in der Endcard verlinkt ist. Also die halt auch erst dann natürlich erst kommt, wenn die dann veröffentlicht ist, heißt in 2 Tagen oder so. Aber ja, da kann er gerne auf die Alternativfolgen ausweichen. Nein, jede Folge ist natürlich fantastisch, einzigartig und 10 von 10, ne? So, zu hier die Lotte. Bist du mit? Nee. Du bist nur Fußgänger. Ach, jetzt haben wir den Bus verloren. Ach, das ist ja schade. Ach, das tut mir jetzt aber... Das tut mir jetzt aber leid. Vielleicht habe ich dann doch irgendwelche... Teile von der Leitplanke auf die Straße geworfen. Schwarzenholzstraße. Und dadurch kommt er da jetzt nicht durch. Das Amtsgericht. So. So, einen schönen guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Was hätten Sie denn gerne? Ja, ich hätte bitte, gerne einmal das Amtsgericht. Ja, ja, das ist vorzüglich. Das Amtsgericht, ja. Hm, sehr lustig, ich weiß. Das ist das, was es in der Kantine bei der Finanzaufsichtsbehörde gibt. Ach, das ist auch ein schlechter Wortwitz, ich weiß. So, jemand mit von euch? Sonst kann ich durchfahren. Irgendjemand? Ach, guck mal, Sie möchten mit. Dann einmal eingestiegen, der Herr. Guten Tag. So, du fährst weiter. Das ist okay. Hat jetzt einmal gewendet. Ja gut, das darf er ja machen, ne? Man darf ja nur nicht unnötig viele Kreise im Kreisverkehr fahren, aber wenden ist ja vollkommen... Ich glaube, das ist auch mit einer der besten Möglichkeiten, wie man wenden kann. Also alle anderen Möglichkeiten sind da irgendwie... Das ist ein Kreisverkehr, echt doch das Optimalste. Verwaltungspark, ne? Derenhofen. Sie erreichen von hier das Straßenverkehrsamt, das Jobcenter, das Zentrale Ausländeramt und das Bürgerbüro. So, ihr wart also im Verwaltungspark. Nicht? Nee, okay, dann. Geht das wohl nur dort hinten ab, so. Ach komm, jetzt hatten wir auch die dritte Tür, habt ihr gesehen? Also, ich hab's jetzt nur im Display gesehen. So, ziehen wir ein bisschen los hier. Das ist ja.
Ja, wir haben einen wunderbaren Plan, du, für diese schnuckelige Linie. Wo ist denn der Laurenz-Hübner-Weg? Hörsch, ich bin Josch, ich kenne mich so gut in Alheim-Laurenzbach aus. Schau mich an. Markscheider-Straße. Ja, irgendwie nicht so, ne? So, das wäre dann hier Edlingse-Rümmchen, ne? Das hier, das ist da, aber frei. Der Blinker ist schon ein Thema, ne? So, das passt. Laurenz-Hübner-Weg. Ja, wer sagt der Name? Was? Gut, ich hab's auch eingesprochen. Jetzt auch schlimm, wenn nicht, aber irgendwie fehlt mir da gerade so ein bisschen der. Jetzt sind die in den nächsten Stationen dann. Fachmarktzentrum. Okay, irgendwas wird da. Da werden wohl Dinge sein, die dann da sind, die dazu führen, dass da was ist. Hätte ich jetzt vermutet, ne, dass das vielleicht so ein Thema ist, aber. Na, guck mal. Ist grün. So, will jemand aussteigen? Ach ja, das ist die Straße hier. Ach, da haben wir diesen. Okay, wir haben so einen Schlenker gefahren, ne? So, das ist nur die zweite Tür. Mal zu hier die Geschichte. Und dann geht's mal weiter. Aber weit dürfte es ja nicht mehr sein. Nach dem Fachmarktzentrum dann links, oder wie? Plong. So, guten Tag, Kollege. Johansenstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Euch möchte keiner mit. Nee. Keiner. Danke fürs Bescheid geben. Also ich gehe mal davon aus, dass die, also ne, es ist ja so ein tolles Omni 2 Feature, dass die auch nur dann an, also dass die erst auch vorkommen, wenn die wirklich mitfahren wollen und sich der Bus nähert. Aber ich sage mal, das ist ja Marktzentrum. Im Endeffekt, wenn man das jetzt auf die Realität überträgt, würde das ja heißen, dass die Fahrgäste, die da stehen und nicht mitwollen, so vorbeiwinken. Also ich mache das auch mal in meinen Haltestellen, wo ich merke, ich bin der Einzige und will nicht einsteigen oder so. Dann kann man halt so durchwinken, ja, brauche nicht einsteigen. Ist halt schon, finde ich, echt eine positive Sache. Sollte man tun, finde ich, so sozialerweise. Und ungefähr, das wäre ja die Analogie zu dem, was die Fahrgäste hier tun. Sie teilen einem nonverbal mit, weil, ja, verbal wäre ein bisschen, ich sag mal, das vielleicht durchaus irgendeine akustische Barriere dazwischen. Also sie teilen einem nonverbal mit, dass sie nicht mitwollen und das würden sie ja in der Realität durch so durchwinken oder so. Und hier halt durch Untätigkeit, aber auf jeden Fall teilen sie einem das mit. Aber Laurenz-Hübner wird das aber auch. Augustastraße, Hiddinghaus. Und dann soll da ja auch noch eine Wende. Also, da muss man ja auch wenden können. Das ist ja auch eine Endhaltestelle, ne? Laurenz-Hübner-Weg ist ja. Ganz wild. Ja, ist jetzt aber so, wie es aussieht, wirklich nicht so die Linie, wo jetzt hier mega der Fahrgastandrang ist. Ja. Ist so eine überschaubare kleine Derenhof in der Stadtlinie, ne? So, einen schönen guten Tag. Hi. Plong. Ich? Nächster halt. Ach, das dauert immer ein bisschen, ne? Ja, ist auch eine schöne Streckenführung hier außenrum. Augustastraße. Ja, das ist hier. Ist da jemand? Nee, kommt leider nicht mit. Danke euch. Ich finde ja so dieser Betriebshof, bin ich einmal losgefahren oder sowas. Ja, habe ich dann nur mein Thumbnail aufgenommen? Auf jeden Fall wusste ich bis dato nicht, dass hier rechts ein Betriebshof ist. Also, da ist ein Betriebshof. Ich glaube, von Andresen müsste das doch dann sein.
Ja, ich glaube. Hiddinghaus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, hier ist auch überall so 30 Party, was ich immer ein bisschen, ja, jetzt nicht übertrieben finde, aber schon. So, guten Tag, Kollege, die 319. Okay, es fahren aber einige Busse. Also der eine, den haben wir ja weggeömmelt. Boah, schon gut intakt, ne? Dafür, dass da nicht so viel los ist. Gut, vielleicht wächst das ja dann zur... Das sind ja immer noch 30, ne? Vielleicht wächst das ja so zur Nebenverkehrszeit so ein bisschen zu einer etwas stärker frequentierten Linie an. Aber Lauritz-Hübner-Weg ist jetzt immer noch ein Rätsel, wo das da gleich sein soll. Blitzinski hier, ne? Das ist ja auch nicht in der Vero-Siedlung. Ohoho, huhuhu. Na ja, hat gepasst. So, da sind wir wieder. Ihr habt schon gesehen, da war wohl unter Umständen vielleicht ein kleiner Cut drin. Ups, wo kommt der denn her? Ja gut, da hat sich Omsi dann wohl nochmal ganz kurz einen Schluck auf erlaubt. Frage ist, ob ich Omsi das erlaubt habe. Die Antwort ist wahrscheinlich nein, aber ja. Ach, ja, gut, ne, dann fahr auch einfach bitte, ne? Danke dir. Ein bisschen schneller, super. Dann ebenso, und dann lösen wir gleich das Geheimnis des Laurenz-Hübner-Weges. So. Ja, das ist nicht ganz die Vero-Siedlung, ne? Aber wir sind schon close, muss ich sagen, ne? So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze das ist... Okay, kein Wunder, das ist halt irgendwie nicht so in meinem Kopf, weil das ist ja wirklich so eine... Das hat sich ja gelohnt, dass ich nochmal um sie gestartet habe und nochmal 20 Minuten für alles und dann doch abstürzen und das ja, freut mich ja richtig, du, das ist ja 10 von 10. Du, das hat sich ja... Ja gut, aber es ist tatsächlich, danke für den Fahrplan. Ist ja tatsächlich wirklich eine Endhaltestelle, so ist es jetzt ja nicht, ne? Da kann man hier stehen, eine Pause machen und da vorne geht das weiter. Ja, okay, fein. Genau. So ist das jetzt. So, wenn wir mal ganz kurz hier stehen. Achso, ich brauche auch gar nicht das hier. Ich habe ja das Endscreen. Ne, mach jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Eieiei, mach's gut fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüssi.